Corona hat Waldeck-Frankenberg fest im Griff. Die aktuellen Zahlen liegen bei 86,9 die Inzidenz. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg sieht sich gezwungen, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen. Ja, der Landkreis sieht sich heute der Herausforderung gestellt, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen, weil die Infektionszahlen im Landkreis nochmal in die Höhe geschnellt sind. Wir möchten deswegen nochmal dringend dazu aufrufen, dass alle Impfwilligen auch das Angebot wahrnehmen, sich gegebenenfalls noch impfen zu lassen bei unserem Impfzentrum in Korbach. Es ist so, dass Erstimpfungen jetzt noch am Samstag, den 4. September und am Montag, den 6. September möglich sind. Am Samstag haben wir nochmal einen Beratungstag für Kinder, Eltern und Jugendliche vorbereitet, wo man hinkommen kann, sich zum Thema Impfen beraten lassen kann und wenn man sich dann dazu entschlossen hat, auch tatsächlich eine Impfung bekommen kann. Natürlich können am Samstag auch alle anderen Impfwilligen ins Impfzentrum kommen und dort eine Impfung erhalten. Am Montag, wie gesagt, sind auch noch einmal Erstimpfungen möglich. Wir rufen als Landkreis nochmal dringend dazu auf, das Angebot auch wahrzunehmen und um sich und andere zu schützen.